I feel like God on my Kage. Whoa. Busting my ass and no off days. Whoa. Me, I've been working, I grind from the ground, and now you see my drip is so Kage. No tell beats, just saw me. Never have breaks, no off days. Was geht ab, Samurais, und willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Und heute gibt es ein Thema, das den Langzeitfortschritt als auch den Endgame-Content betrifft. Ich bin gerade auf der Suche in der Zeit, wo ich jetzt halt sitzen kann, bevor es dann anfängt, heftig weh zu tun. Was es denn so an neuen Informationen geben kann, beziehungsweise ob es schon neue Informationen gibt, die jetzt offiziell noch nicht publik gemacht worden sind oder wie auch immer, ob sich in nächster Zukunft irgendwas tut in Genshin Impact, ob es irgendwelche gravierenden Änderungen gibt oder sowas, das mache ich immer mal wieder so ein bisschen, aber so ein bisschen was durchlesen, ohne wirklich viel Zeit zu investieren, weil es gibt sehr, sehr selten irgendwas Neues oder sehr, sehr selten irgendwas Herausragendes, wo man sagen kann, boah, das ist eine massive Änderung oder sowas, ist halt leider nicht der Fall. Dennoch bin ich auf einen wahnsinnig interessanten Artikel gestoßen und da sagt ein User, dass Genshin Impact das seltsamste oder merkwürdigste Gacha-Game ist, das er je gespielt hat. Deswegen natürlich auch dementsprechend der Videotitel. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen, weil Genshin Impact hebt sich doch sehr, sehr stark teilweise von anderen Mobile-Games ab, ist unglaublich Free-to-Play-freundlich, einfach weil man weder einen 5-Sterne-Charakter noch eine 5-Sterne-Waffe benötigt, um den gesamten Content in Genshin Impact schaffen zu können, was ich mega angenehm finde. Denn das geht nur mit reinen 4-Sterne-Charaktern und auch nur reinen 4-Sterne-Waffen. Aber das macht niemand. Das machen die wenigsten. Ich kenne vielleicht eine Person, die wirklich durchgehend gefühlt nur mit 4-Sterne-Charaktern spielt. Finde ich mega cool, wenn man das durchsetzen kann und das auch so umsetzt. Aber ich kann auch irgendwo den Entwickler verstehen, wenn er sagt, hey, wir geizen heftig mit den Belohnungen, gerade was Urgestein betrifft, einfach damit die Spieler irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt genötigt sind, Geld auszugeben, damit sie für den neuen Charakter pullen können. Ist nichts Verwerfliches, weil jedes Unternehmen versucht natürlich seinen Gewinn zu maximieren. Das macht auch jeder Content Creator, einschließlich mir. Ich versuche natürlich auch irgendwo hier meine Brötchen damit zu verdienen. Und wenn ich jetzt ein Spieleentwickler wäre, würde ich natürlich auch Mechaniken einbauen, die irgendwann mal einen Spieler dazu verleiten, Geld auszugeben, wenn er das möchte. Weil Genshin Impact macht das sehr, sehr gut, dass man das niemals muss, aber man kann es. Es ist immer auf freiwilliger Basis, aber ich würde mir dennoch trotzdem extrem wünschen, dass miHoYo weniger geizig wäre mit den Urgesteinen. Auch gerade für die Free-to-Play-Spieler beispielsweise, dass sie auch in den Genuss von vielen unterschiedlichen Charakteren kommen. Gerade dann, wenn ein neuer Charakter released wird und sie merken, hey, der macht mega Spaß, können sie aber nicht pullen, weil sie es nicht schaffen, innerhalb der angegebenen Zeit dementsprechend genug Urgesteine zu bekommen, dass sie im schlimmsten Falle bis zum Pity ziehen könnten und dann dementsprechend auch den Charakter bekommen. Aber wie dem auch sei. Ihr seht auch hier beispielsweise, dass die Spieler natürlich dementsprechend, wie der Titel auch sagt, von meinem MMO, Spieler von Genshin Impact haben eine größere Forderung an die Entwickler. Ich denke, die hat jeder von uns. Und jeder von uns hat irgendwas, wo er sagen kann, hey, so könnte man Genshin Impact besser machen, so könnte man das Game optimieren und so könnte man auf jeden Fall den Langzeitfortschritt sichern und den Endgame-Content auch etwas lohnenswerter als auch deutlich interessanter machen. Das müssen keine heftig schweren Bosskämpfe sein oder sowas. Es würde schon reichen, wenn man ein bisschen mit den Belohnungen variiert, denn hier steht auch drin, dass der größte Teil der Belohnungen halt immer gleich sind. Und ich denke, die Leute, die schon relativ lange dabei sind, wissen, dass wir immer Mora, ein bisschen Urgestein, relativ viele Waffenerze gefühlt und wenig, sage ich jetzt mal, ursprüngliches Harz bekommen. In dem Fall wenig und kleine EP-Kärtchen. Ich habe keinen Plan, was sie damit meinen. Klingt ein bisschen komisch, aber ich denke, der ein oder andere von euch weiß sicherlich, was damit gemeint ist. Aber ich würde mir beispielsweise wünschen, dass es für den Abschluss vom gewundenen Abgrund, wenn man den auf 12,3 schafft mit 36 Sternen, dass man da auf jeden Fall irgendwie mehr Urgesteine bekommt. Wie beispielsweise 500 Urgesteine für den Abschluss, wenn man den gewundenen Abgrund komplett auf 36 Sternen schafft. Das wäre doch mal eine Hausnummer, mit denen man so ein bisschen was anfangen könnte, weil das wären immerhin fast 3 Single Pulls, was ich extrem angenehm finde. Und ich meine, 1000 wäre noch besser, aber wir dürfen die Erwartungen gerade bei miHoYo jetzt beispielsweise nicht zu hoch schrauben. Ich meine, ich habe Gutes über den Entwickler zu sagen, aber als auch Schlechtes natürlich dementsprechend, weil sie an vielen unterschiedlichen Punkten nicht unbedingt auf die Community hören und nicht alle Sachen so umsetzen, wie der Großteil der Community sich das wünscht. Dementsprechend, wie gesagt, schreibt auch der User hier, Genshin Impact ist das merkwürdigste Gacha-Game, das ich je spielte. Ich meine, ich kann das irgendwo verstehen, zum einen, weil das halt ein Gacha-Game ist, wo es immer dieselben Belohnungen gibt, wo es dann irgendwie nichts Abwechslungsreiches gibt, wie beispielsweise, dass man irgendwie
ein Item bekommt, womit man instant ein Talent aufwerten kann beispielsweise. Das wäre mega fett, wenn es sowas geben würde, weil dann könnte man sich die Kosten von Talent Level 9 auf 10 sparen, indem man das Item setzt und hat das dann ohne Ressourcen zu verbrauchen mit dem Item auf 10 gebracht. Finde ich mega cool. Oder aber auch so Items wie der Traveler das hat, dass man dann dementsprechend einen Charakter seiner Wahl auf eine höhere Konstellation bringen kann. Fände ich mega Premium, wenn es das beispielsweise als Belohnung für den gewundenen Abgrund gibt oder wenn es das einmal im Monat mit Sternenstaub zu kaufen gäbe. Betonung, Sternenstaub, nicht Urgesteine, sodass auch Free-to-Play-Spieler die Möglichkeit haben, an das Item ranzukommen. Zwar natürlich deutlich schwerer, weil Sternenstaub bekommt man halt nur, wenn man in den Banner zieht und irgendwas doppelt bekommt, ist leider so, aber trotzdem immer noch einfacher, als wenn man jetzt gezwungen ist, Geld dafür auszugeben. Zusätzlich finde ich ein weiterer wichtiger Aspekt, dass man auch diese unbearbeiteten Waffen des Nordens, die Teile, die man braucht, um neue Waffen zu schmieden, dass man die einfacher bekommt, weil die Droprate ist echt beschissen davon. Also wirklich, die ist absolut unterirdisch. Da ziehe ich 5-mal Dillog anstelle, dass ich einmal dann in einem angemessenen Zeitraum, sage ich jetzt mal, dass ich irgendwann mal eine unbearbeitete Blaupause oder eine unbearbeitete Waffe des Nordens bekomme, damit ich mir eine Waffe schmieden kann. Dadurch, dass die Dinger so selten sind, ist die Schmiede für mich persönlich komplett uninteressant, weil dann habe ich gar keine Motivation wirklich, eine Waffe zu schmieden. Habe ich jetzt einmal für Noelle gemacht und ihre Waffe habe ich auf Refinement 5 gebracht dadurch, aber in einem Jahr oder in 13 Monaten oder 14 Monaten Genshin Impact habe ich 7 unbearbeitete Waffen des Nordens im Sinne von 2 Händern bekommen. 7 Stück, 2 davon gingen für den Guhua Prototyp drauf und die restlichen 5, wie gesagt, für die Waffe von Noelle und das war's. Mehr habe ich erstmal nicht. Und dabei gibt es so viele Zweihandschwertkämpfer, wo ich mir denke, kann man auch irgendwie anders lösen. Zum anderen schreibt hier auch beispielsweise eine gute Handvoll Leute, dass Genshin Impact, und das ist ein Aspekt, den ich so gar nicht beachtet habe, dass Genshin Impact kaum Ziehungen für den Standard-Banner raushaut. Ich meine, ich sage grundsätzlich auch immer, ihr sollt nur dann in dem Standard-Banner pullen, wenn ihr diese kostenlosen Währungen dafür bekommt. Aber ich brauche schon allein gefühlt, wie jeder andere wahrscheinlich auch, mindestens 5-6 Monate, wenn man sich im Monat dann dementsprechend diese 5 kostenlosen Ziehungen vom Händler kauft, damit ich irgendwann mal im besten Falle die Pity erreiche in dem Standard-Banner. Und das ist natürlich auch extrem lange und kann je nach Spielertyp natürlich dementsprechend auch hier und da so ein bisschen die Motivation rauben. Kann ich absolut nachvollziehen. Und hier schreibt auch einer, beziehungsweise der User Ghost82x, der Fortschritt kommt nach meiner Erfahrung zu einem plötzlichen Halt, wenn man Abenteurerrang 55 erreicht. Weil wir wissen, Abenteurerrang 55 auf 56 dauert ewig, wirklich ewig. Ich meine, wir brauchen es nicht zwingend, weil damit haben wir den höchsten Grad eigentlich an sich erreicht. Aber trotzdem, das ist total bekloppt, wie ich finde. Aber mindert für mich jetzt persönlich den Spielspaß in keinster Weise. Deswegen, ja, und man hat auch kaum Hearts, Mora, Talentbücher, wenig Elementkristalle für die Stufenerhöhung der Charaktere. Alles füttert sich irgendwie gegenseitig. Das ist halt so ein Kreislauf, wo die Sachen sich ineinander quasi selber fressen, wenn man das so will. Und er ist wahrscheinlich fertig mit dem Spiel, sobald ich eben eine 12-3 mit einem gewundenen Abgrund abschließen sollte. Egal, ob jetzt mit 36 Sternen oder aber auch nicht. Sobald man eigentlich den gewundenen Abgrund auf 12-3 geschafft hat, hat man alles in Genshin Impact erreicht, wie ich finde. Man hat sämtliche Weltenbosse freigeschaltet, man hat sämtliche Gegner in Genshin Impact mindestens einmal geplättet und man hat den schwierigsten Content in Genshin Impact geschafft. Selbst wenn es nur mit einem Stern ist, vollkommen egal, aber man hat es geschafft. Und danach ist erstmal nichts mehr. Finde ich jetzt persönlich noch nicht schlimm, weil so hat man auch wirklich die Zeit, aufgrund der Vielzahl von Charakteren andere Charaktere aufzuwerten, indem man ein bisschen mit seinem ursprünglichen Harz ein bisschen geplanter umgeht, sage ich jetzt mal. So mache ich das momentan auch, dass ich gerade dabei bin, Dillog und Xingqiu hochzuleveln und dementsprechend Talente aufzuwerten. Aber es ist halt trotzdem kacke, dass man sehr gebunden ist von den Sachen, die man in Genshin Impact machen kann. Und manche Fans bringen an, dass die täglichen Quests mehr Hearts und mindestens so viel Urgesteine geben könnten, dass man mindestens eine Ziehung an einem Gacha-Banner machen könnte. Bin ich auch absolut der Meinung, unterstütze ich zu 1000% diese Aussage, wenn man pro Tag mindestens 160 Urgesteine bekommen würde, dass es für einen Single-Pull im Banner reichen würde. Das wäre doch schon mal für die Free-to-Play-Spieler eine Wahnsinnsvariante, wo man sagen kann, ey, Wahnsinn, man kann innerhalb eines Monats 28 bis 30 Ziehungen machen.
Und das fände ich beispielsweise richtig, richtig, richtig Premium, wenn das möglich wäre. Würde ich unglaublich hart feiern, wenn das der Fall wäre. Aber bisher, seit über einem Jahr, gab es keine Änderung von Genshin Impact. Versteht mich bitte nicht falsch, mir geht es nicht darum, Genshin Impact schlecht zu reden, sondern mir geht es einfach nur darum, ein paar Punkte aufzuzeigen, wo der Entwickler auf jeden Fall was dran ändern könnte. In der Hoffnung, dass irgendeiner von miHoYo dieses Video sieht, aber wer weiß, was will man machen? Und hier viele weitere Kommentare unter dem Thread verlangen mehr Hearts, Ressourcen und andere wichtige Goodies, die ein Spiel auf höherer Stufe nur noch selten bekommt, als Eventbelohnungen. Fände ich auch ganz nice, wenn das dementsprechend der Fall wäre. Und zusätzlich, um das Video jetzt abzuschließen, was ich eine richtig geile Idee fände, da bin ich jetzt erst gestern oder so drauf gekommen. In den meisten Gacha-Games gibt es einen sogenannten Tower, also einen Turm mit unterschiedlichen Etagen. Und je nachdem, welche Etage man abschließt, gibt es besondere Belohnungen. Alle 5 Etagen gibt es dann noch etwas Höherwertigeres, wo man dann sagen kann, hey, das kann man mega gut gebrauchen. Und das bringt mich selber als Spieler auch voran. Und ich finde, Genshin Impact hat die Möglichkeit, Genshin Impact hat das Potenzial, so einen geilen Turm in das Game zu implementieren, der vielleicht irgendwo in Inazuma steht oder irgendwo in einem Gebiet in der Zukunft. Aber auf jeden Fall so ein Turm mit der Möglichkeit, dass wenn man bestimmte Etagen abschließen kann, dass man dadurch dann als Belohnung dementsprechend sein ursprüngliches Harz erhöhen kann. Das heißt, aktuell haben wir 160 ursprüngliches Harz am Tag. Das ist das, was wir am Tag ausgeben können. Und wir können das natürlich mit Urgestein auffüllen. Aber das war dann beispielsweise, wenn man alle Etagen von dem Turm geschafft hat, dass man dann ein Cap hat von, sagen wir mal, 360, der sich trotzdem innerhalb von 24 Stunden auffüllt. Das fände ich mega cool, weil das würde auch anderen Spielern die Gelegenheit geben, mehrmals am Tag sich in das Game einzuloggen, sein Harz zu verbrauchen und so weiter und so fort. Und man muss nicht immer ein Auge darauf halten, dass man sein Harz zwingend ausgeben muss, weil dann wäre die Aufladerate deutlich besser. Ich meine, das ist jetzt nur so eine fixe Idee von mir. Man könnte das natürlich auch anders lösen, indem man die Aufladerate vom ursprünglichen Harz deutlich schneller anpasst, dass man beispielsweise alle 2 Minuten einen Punkt ursprüngliches Harz bekommt anstelle von alle 8 Minuten. Allein das wäre schon eine Wahnsinnserleichterung, weil dann könnten auch Free-to-Play-Spieler ohne Urgestein ausgeben zu müssen, an jedem Montag wirklich alle Bosse machen, weil ich mache das jeden Montag, aber ich gebe dafür immer 50 Urgesteine aus und das ist halt genau die Menge, die man dann halt über die Daily Quests bekommt, was total bekloppt ist. Aber wie dem auch sei, das sind nur meine fixe Ideen und ich selber, wie gesagt, vertrete auch die Meinung, dass Genshin Impact tatsächlich das merkwürdigste Gacha-Game ist, das ich je gespielt habe, weil es ist sehr, sehr Free-to-Play-freundlich, es hebt sich ab von anderen Mobile-Games, es hat eine wahnsinnig gute Story, die Grafik ist wahnsinnig schön anzuschauen, der Soundtrack ist die Sahne auf der Torte, die Kirsche auf der Torte, aber es ist halt noch nicht ganz fertig. Es sind halt immer noch Kinderkrankheiten, wie ich finde, wo miHoYo das locker hätte innerhalb eines Jahres fixen können, wenn sie noch ein bisschen besser auf die Community gehört hätten und wenn sie die Einnahmen auch sinnvoll irgendwo dementsprechend in die Entwicklung und in die Verbesserung investieren würden. Aber ich glaube, aktuell ist da miHoYo nicht so transparent, aber finde ich jetzt persönlich gar nicht mal so schlimm. Aber dennoch würde ich mir auf jeden Fall diese Änderungen in Zukunft wünschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mir gerne runter in die Kommentare, was ihr noch an Genshin Impact verbessern würde. Ich meine, wir haben auf unserem Community-Discord-Server haben wir auch einen Kanal, der nennt sich Verbesserungs-Impact und dort schreiben die Leute so viele Ideen rein, wie man Genshin Impact verbessern könnte. Alter Schwede, das wäre das Game für die nächsten 5 bis 6 Jahre locker, wenn miHoYo auf jeden Fall da ein bisschen mehr implementieren und anpassen würde. Aber wie immer gilt, wir sehen uns im nächsten Video oder auch im nächsten Stream wieder, jeden Freitag und jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr auf Twitch und bis dahin macht das bitte nicht wie ich. Bleibt gesund und cheers.